Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind schon in Dubrovnik. Jawohl. Mit dem Bus gefahren und wollen jetzt da hinten in die Altstadt. Seht ihr jetzt, glaube ich, gerade gar nicht. Muss ich mal die Kamera darüber holen. Ja, das ist unser Ziel, wo wir hinwollen. Ganz da hinten. Und ja, da müssen wir jetzt mal ein bisschen zu Fuß gehen, ne? Treppen. Schon wieder Treppen. Ja, hinter uns Treppen. Und vor uns Treppen. Und die zwei Deppen laufen Treppen. Wetter spielt jetzt nicht so mit, muss ich sagen. Es ist bewölkt, aber nicht kalt. Wie findest du? Ja, für Sightseeing ist das super. Ja, aber ich hätte es gerne ein bisschen sonniger gehabt. Ich bin, hallo, die goldenen Dächer von Dubrovnik. Oh, da kommt die Altstadt so langsam näher, also näher an wie uns. Aber die Treppen nehmen noch kein Ende, weil die müssen wir alle noch nachher hoch. Ja. Ja. Also der Campingplatz war sehr ruhig heute. Busfahrt nach Dubrovnik 2,50 Euro pro Person. Ja, also wenn ihr 10 Minuten früher da seid, könnt ihr 10 Minuten später abfahren. Ne, da kommt immer grundsätzlich Verspätung. Und ja, Wanderweg, Old City, da geht's lang. Das ist der Weg. So, da sehen wir mal schon was. Die Stadtmauer, die ringsrum geht. Und alles voller Menschen. Und es war ja zu erwarten, absoluter Touristenspot. Ja, es ist wie der schiefe Turm von Pisa. Und ja, es ist schon überlaufen. Aber wenn man einmal in Kroatien ist, muss man ja auch mal nach Dubrovnik. Und es ist ja auch total schön hier. Guck mal. So, sie holt sich mal wieder was. Schön, jawohl, so ist fein. Für 2 Euro kann ich ja was erwarten. Perfekt. So, hier sind wir am Eingang und hier teilt sich dann die Altstadt nach rechts oder links. Ich würde sagen, wir gehen erstmal rechts. Was sagst du dazu? Egal. Sie fängt schon wieder an mit Stofftieren. Gibt keine Stofftiere mehr. Nein, ist ja gut. Ja, und wir gehen weiter. Also, schon geil. Guck mal, wie schön das hier aussieht. Ist das schön. Das nenne ich mal Altstadt. Traumhaft. Also, hier gibt es alles, wirklich alles. Und ja, leider ist es bewölkt. Aber Frau ist wieder stehen geblieben am Süßigkeitenstand. Das ist schon geil, ne? Ja, geil. Mhm. Lecker. So? Sowas darf ja nicht fehlen. Krass. Geil, ne? Ja, absolut geil. So, hier haben wir eine orthodoxe Kirche. Und ich würde sagen, wir werden mal einen Blick da reinhaschen und schauen wir mal. Sieht dann von innen so aus. Leute, hier gibt es ein Geschäft mit Weihnachtssachen. Das ganze Jahr. Und ihr kriegt auch gesagt, wie viele Tage es noch sind bis Weihnachten. Verrückt. So, Markt gibt's hier auch. Dir gefällt's, oder? Ja. Ich find's auch richtig, richtig schön. Überall sieht man noch so ein paar Anlehnen an Game of Thrones. Eigentlich oh ja. Überall, der Thron, ja. Die T-Shirts. Und einfach der Hammer. Ja, es ist, diese Kulisse ist traumhaft. So, mal ein Blick von unten, vom Hafen. So, mal ein bisschen abseits. Da geht's hoch. Ich glaube auf die Mauer. Treppen. Schon wieder Treppen, ja. So. Wir haben es getan, aber nur, weil wir hier wahrscheinlich nie wieder in unserem Leben herkommen und es mal gesehen haben müssen. Wir haben Eintrittskarten gekauft für die Mauer. Pro Person 35 Euro. Also 70 Euro schon hab ich, aber jeder sagt, es ist es wert. Schauen wir mal. Genau, gehen wir los, ne? Und mal einen Blick von oben an den kleinen Hafen. So. Puh, der ist schon kaputt. Oh, wie schön. Puh, ich bin schon ein bisschen kaputt jetzt. Wir sind schon ziemlich weit oben. Puh. Über den Dächern von Dubrovnik. Thank you.
Wirklich. Also mein Eindruck, die 35 Euro, die Aussicht, die haben sich gelohnt, definitiv. Wir haben gerade mal angefangen. Wir haben gerade mal angefangen, wir haben gerade mal 100 Meter, sind 2 Kilometer circa. Und da kann man ja mal gemütlich was trinken mit einer fantastischen Aussicht. Da ist sogar noch ein Tisch frei. Ich glaube, den kralle ich mir mal. So, 2 Cappuccino mit einer fantastischen Aussicht getrunken. 9 Euro. Geht noch. Ja, ist immer noch teuer für ein Cappuccino. Ja, aber das hält sich ja in Grenzen. Also, wir sind ja eine Touristenmetropole. Ja, absolut Touristen. Hauptspot. Aber eins muss ich sagen, ihr müsst hier so ein bisschen Höhenangst befreit sein. Also ich bin auch schon so ein bisschen ins Torkeln gekommen. Gerade bei der einen Mauer eben habe ich gedacht, ich sterbe. Ja, also dass hier noch keine Leute runtergekommen sind. Hier ist teilweise recht eng, wenn sich da einer umdreht, ohne zu gucken und dich anrempelt. Ja, das ist der Hammer. Und es ist halt alles ein bisschen eng, aber total schön. Ja, aber wir haben jetzt wieder eine Mauer. Da sind mal wieder die Touristen in Reihe. Das heißt, wenn ihr hier früh kommt, heißt der frühe Vogel, der kann frei fliegen. Ja, dann habt ihr hier nicht so viel. Aber jetzt kommen die Busse an. Wir haben jetzt mittlerweile kurz vor 12 und meine Frau piekst mir gerade in die Rippen, dass ich weiterlaufen muss. Hinter mir ist schon eine Karawane, ne? Ja, furchtbar. So, wir sind jetzt schon seit guten zwei Stunden auf der Mauer. Ja, 2 Stunden an der Mauer entlang und haben immer noch kein Ende gefunden. Und wir laufen wieder Treppen. Hinter mir ist die kleine Tina. Ja, ich bin noch da. Ja. Und ich bin froh, dass die Sonne so ein bisschen weggeblieben ist. Es ist bullenwarm hier. Also hier ist so warm. Kommt durch die Bewegung, sagt meine Frau immer. Geht ja noch, aber. Hier oben ist ganz schön windig teilweise und meine Frisur, die ist ja sowas voll verknotet. Ich glaube, ich muss sie alle abschneiden oder so. Nein. Nein? Nein. Das war deutlich. Nein. Definitiv nicht. Da muss ich mir gleich einen Kamm kaufen, wo Dubrovnik draufsteht. Ich kaufe dir auch 2. Okay. So, aber hauptsache die Haare bleiben dran. Oder was meint ihr? Haare ab oder Haare dran? Schreibt es in die Kommentare. So,
Bin mal gespannt, wann es hier endet. Hier ist ein Stop and Go. Ja. So, wir haben noch mal was klarzustellen. Ja, wir nutzen jetzt mal die Dächer von Dubrovnik, um euch zu erklären, warum wir unsere Hunde nicht mitschleppen. Denn immer wieder kriegen wir als Kommentare unter unseren Videos zu hören, wo denn unsere Hunde wären, warum wir mit unseren Hunden nicht spazieren gehen und ob unsere Hunde immer nur im Wohnmobil sind. Ja. Möchten wir einfach mal klarstellen, denn gerade jetzt hier, bei dem, was wir machen, wird uns auch selbst bewusst, warum wir genau das eben nicht tun. Ja. Denn hier schleppen tatsächlich Menschen ihre Hunde mit. Mhm. Und es muss nicht sein. Nee. Punkt 1, unser einer Hund hatte schon eine Hüftdysplasie, heißt Knochen abgesägt und so weiter, die Hunde haben, sich ein bisschen auskennen, wissen, was das ist. Dann hatte er einen Bandscheibenvorfall, was mit Sicherheit jeder nachvollziehen kann und jeder kennt. Unser Rocky darf keine großen Wanderungen oder Spaziergänge machen. Er muss sich schonen, er darf nicht springen, am besten soll er eigentlich nicht mal Treppen laufen. Alles kann man natürlich dem Hund nicht verbieten, aber wir können mit dem Hund keine großartigen Aktivitäten machen. Natürlich gehen wir auch längere Wege mit dem Hund spazieren. Ja. Immer bevor wir weggehen, gehen wir mit den Hunden spazieren. Und wenn wir wiederkommen, ist das natürlich unser erster Gang mit den Hunden spazieren. Ist ja nicht so, dass die Hunde nur zweimal am Tag rausgehen, sondern wir gehen sehr viel mit denen spazieren. Ja, aber wie gesagt, filmen das nicht immer. Nein, also spazieren bedeutet so 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten mal mit dem Hund. Ja, das reicht vollkommen für ihn. Dann aber auch immer öfter. Also wo andere 3 oder 4 Mal am Tag mit den Hunden spazieren gehen, gehen wir eben 6-7 Mal spazieren, weil das für Rocky die Art ist, die er für seine Knochen zum Spazierengehen braucht. Genau, und wir filmen ja nicht immer alles an unseren Aktivitäten. Ja. Deswegen sind die Hunde da auch manchmal nicht drauf, weil 2 Hunde, die Kamera, das funktioniert manchmal nicht gut, gerade wenn ein anderer Hund kommt. Ja. Aber jetzt kommen die Kommentare. Der eine Hund, wir haben ja noch einen Hund, wir haben ja 2 Hunde. Unsere Sky hat nichts, tatsächlich nicht. Aber unser Rocky ist ein Schissbuchs. Und wenn du den alleine im Wohnmobil lässt und nimmst die Sky mit, dann ist Polen offen. Dann haben die auf dem Campingplatz keinen Spaß. Ich glaube, die rufen uns dann an oder so. Ja. Ich weiß nicht. Also der kann nicht ohne sein Mädchen und das ist halt... Nein, den alleine lassen, da kriegt er voll die Panik. Ja, das ist halt eine türkische Bulldogge, ja, der heißt Ali und ohne sein Weibchen, da geht gar nichts. Ja, aber ich würde sagen, so, das war mal eine kurze Klarstellung und wir drehen unsere Runde jetzt einfach mal weiter. Hier in Dubrovnik könntest du auch mit dem Hund nicht laufen. Egal, ob er krank ist oder nicht krank ist, das ist einfach für Hunde auch Horror. Ja. So, 2 Stunden, 15 Minuten später. Und das war erst der erste Teil. Ja, das war jetzt die komplette Mauer. Also wir haben die Mauer jetzt umrundet. Ja, aber wir müssen noch da hinten auf den Turm. Ja, da ist noch irgendwie so ein Turm, so ein Berghof, Bergfried heißt das, glaube ich, da, wo auch Game of Thrones gedreht worden ist, einer der Drehorte. Da wollen wir natürlich auch noch hin. Und jetzt erstmal geht's durch diese gemütlichen kleinen Gässchen und wir schieben uns an den Touristen vorbei. Weil wir ja auch keine Touristen sind. Nein, ich bin kein Tourist, ich bin Einheimischer. Und ja, wir werden jetzt auf alle Fälle auch irgendwo einkehren und was essen. Ne? Es ist 12 Uhr, Mittagszeit. So, wir sitzen jetzt hier auch, wenn es teuer ist. Aber es ist das Ambiente, das das Ganze ausmacht. Und deswegen haben wir gedacht, wir sitzen so in einem Gästchen und haben jetzt uns einfach mal was zu essen bestellt. Ich finde es super, aber was sagt meine Frau dazu? Die Frau findet es auch super. Sie hat Hunger und der Flair ist einfach gigantisch. Einfach super. So, in den Mauern von Dubrovnik. Ja. So, mal fürs Protokoll. Essen war... okay, aber Essen war sauteuer. Jo, für das, was wir bezahlt haben, war das echt wenig. Es hat gereicht, wir sind satt, wirklich satt. Aber für den Preis war es schon ein bisschen wenig. Ne? Ja, war echt wenig. 52 Euro haben wir bezahlt für so eine Fleischplatte für 2. Ja, insgesamt habe ich 67,50 Euro bezahlt. Also sein Bier war ganz schön teuer. Echt jetzt? Ja. Also, Slopo hatte recht gehabt. Ich bin vorher gewarnt worden, hier nicht zu essen. Weil man hier halt einfach mit den Preisen über den Tisch gezogen wird. Ich sag aber, ihr bezahlt hier die Kulisse, ja das Ambiente. Und das war es schon wert. Ja, das ist schon wert. Schön hier. Ja, ja, auf alle Fälle sehe ich auch so. Aber ich würde sagen, wir gucken jetzt mal so Richtung Game of Thrones und suchen uns diese komische Festung raus. Und ja. Da ist schon cool da oben, ne? Schaut euch mal dieses wunderschöne Treppchen an. Nicht diese Frau, sondern das Treppchen. Schon der Hammer, oder? Aber nein, die werden wir nicht hochlaufen jetzt. Hammer, Leute.
direkt hier voll an der Brandung. Meine Frau wartet auf die perfekte Welle. Und da hinten, da kommt eine. Jetzt sind wir doch nass geworden, ne? Boah, jetzt bin ich aber außer Atem. Aber traumhafte Kulisse. Puh. So langsam ist das nicht mehr witzig. Treppenstufen. Boah, ich bin klatschnass. Aber Leute, diese Aussicht, die ist der Hammer. Schaut euch das mal an. Absoluter Hammer. Alter, ist das ein Rohr. Puh, jetzt haben wir es geschafft, ganz nach oben. Und war auch ein Drehort von Game of Thrones. Ja. Mein Mann live. Ja. Kuckuck. Hallo. Hallo. Sehr anstrengend. Und nein, ich schwitze nicht. Das war das Wasser von der Brandung. Ne? Ich war nämlich extra hier für mein Insta-Lifehack. Reicht extra Wasser für euch. Ja, ja. So, mal eine schöne Aussicht hier auf die Treppe in Dubrovnik. So, das war's aus Dubrovnik. Mir tun die Füße weh. Ja. Und wir werden jetzt wieder den Bus suchen. Also wir werden jetzt erstmal versuchen, den Bus zu suchen. Den Bus, wir werden ihn auf jeden Fall suchen. Ja. Aber wir versuchen ihn zu finden. Ja, wir versuchen ihn zu finden, genau. Das ist Bier. Dann das war, sagst du immer noch, das ist Bier. Nein, das waren die vielen Treppenstufen. Also, Dubrovnik ist für mich ein absolutes Highlight gewesen. Ist eine Reise wert. Ist eine Reise wert. Definitiv ist auch jeden Cent für die Mauer wert. Ja, absolut. Klar, ist Abzocke im Endeffekt, nur dafür, dass du über eine Mauer laufen kannst. Aber sowas dennoch, hast du nicht gesehen. Ja, dennoch würde ich das Geld bezahlen. Also ich würde jedem raten, das Geld zu investieren. Ja, 35 Euro kostet die Mauer für eine Person. Kinder sind, glaube ich, günstiger. Ja, ja, die kosten irgendwie 15 oder 17 oder so. Und ja, wir sehen uns jetzt auf dem Campingplatz gleich, denn ich packe jetzt die Kamera ein. Wir gehen zum Bus. Jawohl. Boah, ihr Lieben, wir sind wieder da. Ja, gerade so den Bus gepackt. Hey, der hatte 25 Minuten Verspätung. Und wir haben uns ein bisschen verlaufen, aber alles wunderbar. Sind wieder zurück auf dem Campingplatz in Orsatsch. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja, ein Campingplatz, der kostet um die 30 Euro die Nacht für zwei Personen. Also so habe ich mir das ausgerechnet. Wir haben noch nicht bezahlt. Wir bleiben jetzt zwei Nächte, also noch eine Nacht und dann sind wir wieder unterwegs. So steht man da. Ist alles ein bisschen unparzelliert. Ist aber auch für Wohnwagen gedacht und für Reisemobile. Aber auch ja, ein Zelt habe ich schon gesehen, ein Dachzelt. Da gibt es auch ganz tolle Plätze am Meer direkt. Also mit Meerblick besser gesagt. Einen eigenen Meerzugang haben wir nicht. Das heißt, ihr müsst dann außenrum laufen und es ist ein weiter Weg bis ans Meer. Aber als Platz für jetzt mal nach Dubrovnik zu fahren mit dem Bus ist das hier echt eine gute Alternative. Sanitärgebäude ist ja standardmäßig. Bedeutet, Duschen sind sauber, Toiletten sind sauber. Wir haben hier sogar Waschmaschinen, was wir nutzen können. Und ja, allem in allem kann ich sagen, der Platz ist okay. Natürlich keine 4 Sterne oder so oder 5 Sterne oder was auch immer. So, ihr Lieben, Tagesfazit. Ich bin kaputt. Es war schön, aber es war auch anstrengend. Ich bin noch nie mal im Leben so viele Treppenstufen gelaufen. Ich weiß nicht. Ja, ich glaube schon. Das war echt brutal. Aber ich wollte nach Dubrovnik und ich fand es einfach nur Weltklasse dort. Also diese Atmosphäre, diese Aussicht, die war der Hammer. Aber als dann die ganzen Massen kamen, dann war das so ein bisschen überfüllt, fand ich. Ja. Es war halt ein typischer Touri-Hotspot-Anzugspunkt. Ja, ja, definitiv. Und ja, die 35 Euro von der Mauer, haben wir ja schon gesagt, die waren absolut nicht überbezahlt. Das hätte man nicht in irgendeiner Weise sonst erhaschen können, diesen Ausblick, dieses... Ja, aber überbezahlt ist es trotzdem. 20 würden es auch tun. Ja, diese eine Festung, auf der wir waren, ich habe den Namen jetzt gerade nicht im Kopf. Der Eintritt kostet nur 15 Euro. Aber
das allein, das macht's nicht. Das macht's nicht, nein. Mhm. Also die Kombination zusammen. Die eine Aussicht auf die Bucht, ja, mit dieser Brandung fand ich, das fand ich super schön. Ja. Und aber auch die Aussicht auf die Altstadt von dieser Festung. Ja. Ja, es war der Hammer, wirklich. Also eigentlich hat jeder Blick und jede Ansicht hatte was für sich. Ja, genau. Aus jeder Perspektive, die wir da hatten, hatte das was. Ja, ja. Was ich noch sagen muss, ist, die Busverbindungen dort sind der Hammer. Also wenn der Bus um 10 nachfahren sollte, reicht es, wenn ihr um 20 nach da seid. Weil, und dann wartet ja, dann noch 20 Minuten. Ja, genau. Also heute zweimal Verspätung. Einmal waren es, glaube ich, 15 Minuten, der Hinbus. Mhm. Und der Rückbus 25 Minuten Verspätung. Haut das hin? Ja, haut hin. Und ja. Wir waren das ja, ist aber auch dem Verkehr geschuldet, der dort herrscht. Ja. Der ist schon Wahnsinn. Also die können ihre Zeiten gar nicht einhalten. Aber was so richtig geil war, wir waren unten in der Altstadt, waren fertig und wollten hoch zum Bus. Wir hatten ja zwei Buslinien, die wir fahren konnten. Der eine Bus um 15.15 Uhr 15. und der andere um 16.30 Uhr. So. Und Tina hat gesagt, wir müssen ganz hoch. Gut. Und es sind Treppenstufen gewesen, ich schwöre euch. Tina war schon die Hälfte mit mir oben. Wir waren total kaputt, kommt ein junges Mädchen runter und ich frage die, ob die Buslinie da und da, da oben ist oder da unten. Dann sagt die, ich muss mal runtergehen. Nein, sie sagte, sie hat keine Ahnung, aber hat gesagt, von da unten fahren alle Buslinien ab. Mhm. Gut. Das sind wir die Treppenstufen wieder runter, um festzustellen, dass diese Busse gar nicht fahren. Nö. Also sind wir die kompletten Treppen wieder hoch. Die anderen Treppen hoch, wo ich gesagt habe, da sind wir auch hergekommen. Ja. Nee, sind wir nicht. Doch sind wir wohl. Lauf mir einfach hinterher. Hat ja auch geklappt. Ich war der Erste. Ich habe dann 30 Minuten auf Tina warten müssen. Gar nicht wahr. Du warst ziemlich langsam. Ich war ungefähr 30 Treppenstufen hinter dir. Ich war da. Ja, ich bin halt hochgerannt, da ich gedacht habe, den Bus erwischen wir noch. Wenn er so 10 Minuten Verspätung hat, ist ja alles super. Dann hatten wir 15 Minuten später, waren wir oben. Also wir hätten es, wäre der Bus pünktlich hätten gewesen, wir nicht bekommen. Hätten wir nicht bekommen. Nee. So, dann sind wir hier an dem Campingplatz, alles wunderbar, ja, in Osatsch. Oh, jetzt qualmen wir mal die Füße, wir waren jetzt schön duschen. Und ja, zum Campingplatz selbst muss ich ja einfach noch sagen, nochmal, ich finde ihn okay. Ja. Ja, die Duschhäuser wollte ich jetzt nicht zeigen. Ich wollte jetzt hier kein Campingplatz-Check-Video machen, weil der ganze Platz ist richtig voll. Es ist auch nur, eigentlich ist es ein Wohnmobilstellplatz, aber es sind auch unheimlich viele Wohnwagen da. Mhm. Also kann man nichts sagen. Ich finde tatsächlich die Duschen, es sind wenige, ja, ist aber auch nur ein kleiner Platz, sind ausreichend. Und ich finde ihn tatsächlich, also die Duschen und auch die Toiletten, besser als auf dem vorherigen 4-Sterne-Campingplatz. Ja, das ist richtig. Ordentlicher, gepflegter, sauberer. Der Platz war sehr ruhig, auch wenn wir jetzt hier in der Hauptstraße sind, aber da ist nichts los. Ja, also das ist, und vor allem nachts hörst du das auch nicht. Gar nichts. Wir sind direkt an der Straße jetzt hier, wo unser Stellplatz ist. Geht noch ganz weit runter. Ja. Aber wir hören hier die Straßen. Ja. Klar, tagsüber hörst du die Autos, aber nicht dürren. Als wir gestern hier angekommen sind, ja, mit dem Wohnmobil, ich schwöre es euch, wir sind in der Küstenstraße entlang gefahren. Das war so schön zu fahren, eine so tolle Aussicht. Mhm. Das war einfach nur traumhaft. Morgen geht es noch woanders hin. Wohin, weiß ich nicht. Du hast irgendwie Platz rausgesucht gehabt, ne? Da, wo wir landen. Ja. Lasst euch überraschen. Ab jetzt haben wir keine Pläne mehr. Eine Zwischenstation definitiv. Wir haben noch 9 Tage. Und jetzt wird es richtig lustig. Denn jetzt beginnen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen und so weiter die Pfingstferien. Ja, jetzt einen Platz zu bekommen. Das wird abenteuerlich. Mhm. Weil wir haben nicht gebucht, kein einziger Platz gebucht. Wir haben seit 2 Jahren keine Buchung losgetreten. Aber wir haben noch Glück. Wir sind ja jetzt sehr weit unten im Süden. So schnell kommen die alle nicht hier runter. Dafür brauchen die erstmal ein paar Tage. Ja, hoffen wir doch mal. Und von daher könnten wir noch Glück haben. Die letzten Tage werden spannend. Ja, die letzten Tage. Weil das sind dann so die Gegenden, wo halt viele Touristen ihre Ferien verbringen halt auch. Und wenn wir fahren, also Richtung Heimat und in diesem Bereich sind, haben die noch eine Woche Ferien. Das heißt, die Plätze werden wahrscheinlich relativ ausgebucht sein. Mhm. Entweder müssen wir dann ständig auf billige, kleine Wohnmobilstellplätze, die nach nichts aussehen, ausreichen. Wobei muss man aber auch sagen, ich finde, es gibt hier wenig Wohnmobilstellplätze. Ja, sehr wenige. Im Park 4 Night findest du welche, ja. Aber
ja, die Bewertungen sind dann auch unter aller Sau. Von daher, ja, lassen wir uns mal überraschen, wie das wird. Ja, und wenn ihr wissen möchtet, wie es wird, bleibt dran. Ne? Ich denke, es wird noch spannend, es kommen noch einige Abenteuer auf uns zu. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, bleibt dran, die nächsten Videos kommen. Und wenn ihr es getan habt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Verpasst ihr kein neues Video unserer Reise. Genau, und ich sage jetzt auf alle Fälle, ciao, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.